Und ich habe lange überlegt, sagst du jetzt vorher was oder nicht? Seven vs. Wild. Hört sich interessant an. Da hat der Fritz Meinecke da ein super Projekt am Laufen und ich wusste nichts davon. Wie schade ist das denn? Seven vs. Wild. Aber ja, klingt interessant, hört sich interessant an, aber der Thomas Gast hat natürlich auch seinen Senf dazu zu geben. Sieben Kandidaten, sieben Leute, wir kommen noch dazu, wer alles, kämpfen isoliert voneinander, sieben Tage ums Überleben. Ja, Seven vs. Wild von Fritz Meinecke, das hat für mich so ein bisschen so Brot- und Spiele-Charakter. Denn in meiner Auffassung von Überleben sage ich mir immer, Survival plant man nicht, Survival macht man. Wenn man zum Beispiel als Soldat von der Truppe getrennt wird, wenn man zum Beispiel als Gefangener flüchtet mit nix, wenn man zum Beispiel sich als Tourist in Wüste, Urwald und Arktis begibt und dort vom Weg abkommt, den Weg verliert und plötzlich in der Wildnis steht und überleben muss. Survival plant man nicht, Survival macht man, Survival muss man durchziehen, weil man in einer Notlage ist. Bei allen drei Situationen, die ich gerade genannt habe, da findet man sich plötzlich von jetzt auf dann mit nix, also mit fast null Ausrüstung, mitten im Nirgendwo und muss schauen, dass man überlebt. Das ist Survival. Deswegen stufe ich das Seven vs. Wild von Fritz Meinecke mal ein in die Kategorie verlängerter Wochenendausflug unter Freunden, Tourismus, um es auf den Punkt zu bringen. Sieben Leute, sieben Tage, sieben Gegenstände, 50 Sachen. Und da kann sich jeder sieben Sachen aussuchen. Die teilnehmenden Kandidaten können sich also aus einer Liste von 40 bis 50 Gegenständen sieben raussuchen. Das ist wie im Supermarkt. Das ist wie im Supermarkt. Hat das noch was mit Survival zu tun? Na, okay. Na. Es wird natürlich ein gewisses Backup-System geben für einen Notfall, ja, dass man sich rausholen lassen kann. Wenn ich da noch höre, dass es Backup-Teams gibt, die dich da rausholen aus der Misere, in der du dich vielleicht befindest, dann ist bei mir eigentlich nur Zähneknirschen angesagt. Denn beim echten Survival, da holst du dich selber raus oder keiner holt dich raus. Oder man holt dich raus nach vier Wochen, Füße zuerst. Beim echten Survival, da gibt's kein Rescue-Team. Da holt dich keiner raus. Keine Sau holt dich da raus. Du oder Down Under. That's it. Es geht darum, dass jeder für sich auf sich alleine gestellt ist und auch dieses Gefühl der Isolation quasi. Völlig isoliert und alleine da draußen in der Pampa, das ist wahnsinnig mega geil, ja. Da bekommst du als Mann deine Urinstinkte wieder zurück. Da hast du deine Sinne, die sich wieder ausbilden, ja. Das Hören, das Riechen, das Sehen. Alles ist plötzlich wieder da, als wäre es nie weg gewesen, als wären wir nie Stadtmenschen gewesen. Ja. Ich hatte mal in Gabun eine Periode, da bin ich in meiner Freizeit raus in Urwald, Achtung Gabun Biber, raus, habe mich nackt ausgezogen und ich bin nackig durch den Urwald gelaufen. Da haben meine nackten Fußsohlen Mutter Erde berührt. Es hat geregnet, es hat geschüttet wie aus Eimern. Aber ich fühlte mich der Erde näher wie noch nie in meinem Leben. Sowas von geil, sowas von geil. Und wenn du dann wirklich isoliert bist und du bist längere Zeit da draußen, der Faktor, den du bekämpfen musst, das ist deine Angst. Und wenn du die Angst überwinden kannst, dann bist du der Sieger, dann hast du gewonnen. Denn Survival ist eigentlich einfach. Survival ist einfach. Man muss es sich nur einfach machen. Man muss es sich nur einfach machen. Da hat sich 1985 mal einer von uns verlaufen, von uns fremden Legionären. Wir waren da gerade beim Survival-Lehrgang am Söfö, Centre Entraînement Forêt Équatoriale, das ist die Dschungelkampfschule. Ja, da findet die Dschungelkampfausbildung für uns Legionäre statt. Das war ein Deutscher, der hat sich verlaufen. Der hatte nur Kampfanzug, ansonsten nichts dabei, nichts, nada, nothing, ja. Nur mit Kampfanzug und der war drei Wochen lang weg. Was soll ich sagen, der hat sich drei Wochen lang durchgeschlagen, zurück zum Camp. Nach drei Wochen ist er aufgetaucht, so sah er aus, hager wie ein Nagel, aber der hat's geschafft. Der hat's geschafft, der hat sich durchgeschlagen, Survival pur, das nenne ich Survival. Der hatte nichts dabei, nur den fucking Kampfanzug, den er anhat.
Und dann gab es da noch die Story von zwei Touristen, das war auch in Französisch-Guyana, die waren 7 Wochen lang verschollen. 7 Wochen lang verschollen. Die hatten für eine Woche lang Rationen im Rucksack drin, also Mangiare, Nahrung, aber 6 Wochen lang haben die wirklich jeden Knochen ausgelutscht, den sie am Boden gefunden haben. Ne? Knochen von Wildschweinen und so weiter, ich erspare mir den Rest. 6 Wochen lang Survival pur. Das nenne ich Survival. Die 7 Gegenstände mitnehmen kann, die er möchte. Ich finde die ganze Sache ein bisschen bizarr. Ich hätte das vielleicht ein bisschen anders gemacht, ein bisschen interessanter mit den 7 Gegenständen. Ja. Ich hätte mir diese 7 Kandidaten ausgesucht und dann hätte ich zu denen gesagt, passt auf, ihr bekommt alle das Gleiche mit. Ein Messer, 10 Meter Paracord, ein Feuerzeug und ansonsten friss oder stirb. Gleiche Bedingungen für alle, das wäre gut gewesen. Ich denke, das wäre die bessere Lösung gewesen. Leider Gottes, muss ich sagen, habe ich keine Einladung von Fritz Meinecke bekommen. Ich hätte da nämlich gerne mitgemacht. Wow, das wäre richtig eine geile Nummer gewesen. Und ich wüsste schon ganz genau, was ich mitgenommen hätte. Ja? Wollt ihr es wissen? Wenn das Ganze im Sommer stattfinden würde oder stattgefunden hätte, nackt, Lendenschutz, meine Mokassin, mein Messer. Stopp, aus, Ende, basta. Mehr nicht. Da das Ganze aber im Herbst stattfindet und in Schweden, wie ich gehört habe, hätte ich da ein bisschen umdisponiert. Ich hätte nur die Klamotten mitgenommen, die ich am Leibe trage. Ein Messer, ein Feuerstarter und ja, eine Rolle Paracord. Stopp, aus, Ende, Gelände. Mein Survival. Und meinen tiefen Glauben, dass ich mit diesen 3 Sachen anstatt 7 30 Tage dort draußen aushalten würde. 30 Tage, Männer. Survival ist, wenn es weh tut. Survival ist, wenn es nass ist, wenn es kalt ist. Survival ist, wenn du Blasen an den Füßen hast. Survival ist, wenn der Blut aus den Stiefeln läuft. Das ist Survival. Ja. Da lobe ich mir den Survival Rüdiger Neberg, der im Alter von 70 Jahren, glaube ich, im Jahr 2003, 4 Wochen lang im Urwald war, nackt wie ein Wurm, mit 0 Ausrüstung oder mit fast keiner Ausrüstung. Das ist Survival, Männer. Ja, ja, und Löwen und Jaguare gibt's auch keine. Der einzige Feind ist man selbst. Der einzige Feind ist die Natur. Und in der Natur kannst du gut und gerne mal 7 Tage ohne Nahrung aushalten. Kein Problem. Solange du Wasser hast, solange du Wärme hast, ist der Rest völlig scheißegal. Wasser ist wichtig. Wasser ist wichtig. Der Rest, oder die Gams, was kostet die Welt. So, und jetzt hat der Gast mal genug Dampf abgelassen. Und da ich nicht zu den ausgewählten Kandidaten zähle, hat sich für mich die Sache eigentlich erledigt. Ich wünsche euch Männer, Soldaten, Kameraden ein tolles Wochenende. Amitié, Legionär. Euer Thomas Gast. Bye, bye. Und für die wilden 7, viel Glück in Schweden.